Hey ADHS-Athleten und willkommen zu diesem brandneuen Video. In diesem Video erfährst du, warum viele ADHSler damit zu kämpfen haben, sich etwas vorzunehmen und noch wirklich dran zu bleiben. Weil viele nehmen sich ein Projekt vor, bleiben da nicht mehr dran, schaffen es nicht, ihr Ziel zu erreichen. Und die große Frage ist eben, warum zum Teufel ist das so bei uns? Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Kanal. Falls du jetzt neu bist und mich nicht kennst, ich bin Elias Münze, eigentlich sozusagen in Deutschland der bekannteste ADHS Coach und Trainer schon seit 2020 und ich zeige ADHSlern im 1:1 Mentoring Programm, wie sie mehr Erfolg und Spaß im Beruf erreichen. Und viele und was ich noch sagen wollte, ich bin auch natürlich selbst betroffen und viele ADHSler, die kaufen sich Kalendersysteme, lesen über Zeitmanagementmethoden und ja, das System wird anfangs voll begeistert umgesetzt. Du schickst jedem ein Bild von deinem Kalender, postest eine Insta-Story von irgendeinem komischen Minutentagebuch oder was auch immer. Doch nach wenigen Wochen, ja, verschwindet diese Begeisterung ganz schnell. Das ist wie so ein Strohfeuer, die Motivation. Am Anfang bist du voll begeistert, dann erlischt es. Und nach wenigen Wochen bleibst du nicht mehr dran. Und theoretisch weißt du, wie du deine Ziele erreichen würdest. Du hast das Fachwissen. Doch du schaffst es trotzdem nicht nachhaltig dran zu bleiben, weil Theorie und Praxis ist das Gleiche. In der Theorie, so das Zitat, und du bist dann mega frustriert, glaubst nicht mehr an dich oder an eine Veränderung und siehst einfach keine Erfolge und du siehst anderen zu, wie die dich überholen, wie die Erfolge haben und das Schlimmste ist, du weißt, du hast mega viel Potenzial. Andere wissen das, aber du bekommst es irgendwie nicht so richtig aktiviert, das Potenzial. Und viele ADHSler glauben dann, die bräuchten ständig neues Wissen, eine neue abgespacede Methode, um irgendein Ziel zu erreichen, jetzt als Beispiel dein Zeitmanagement zu verbessern. Doch die Wahrheit ist, bei ADHS scheitert es fast nie an Fachwissen. Ich beweise es dir, ich wette, du spielst in deinem Freundeskreis den Coach und Therapeuten für viele Leute und die kommen mit einem Problem zu dir und fragen dich, hey, wie kann ich mein Zeitmanagement verbessern oder wie werde ich motivierter, wie kann ich diese Krise gerade überwinden. Du hilfst denen super gut, gibst denen coole Tipps, auch an Fachwissen, mit an die Hand, die setzt es um und schaffen es. Nur bei dir selbst klappt es einfach nicht. Du scheiterst. Das liegt also nicht an der Methode, auch nicht am fehlenden Wissen, weil machen wir uns nichts vor, du weißt eigentlich ganz genau, was du tun müsstest, um deine Ziele zu erreichen. ADHSler sind ja neugierig und haben vielleicht viel Wissen. Doch die Fähigkeit, langfristig dran zu bleiben, das ist doch das, was dir einfach gerade fehlt. Und sobald sich meine Klienten auf dieses Dranbleiben fokussieren, auf die Fähigkeit und nicht auf das Wissen, passiert Folgendes. Die sehen greifbare Ergebnisse, nachhaltige Veränderungen im Leben, bauen Selbstbewusstsein und auch Selbstdisziplin auf. Und zwar ohne das Gefühl zu haben, auf was verzichten zu müssen, sondern mit Leichtigkeit und Spaß, weil um dran zu bleiben, musst du Dopaminquellen anzapfen oder auch eine Dopaminquelle, mehrere Dopaminquellen. Das kommt so auf dich drauf an, auf deine Situation. Und bei einem Klienten haben wir das umgesetzt, also wir haben uns vorgenommen, 7 Kilo abzunehmen. Der hat dann monatelang daran gearbeitet, wir haben Dopaminquellen angezapft und es hat wirklich geklappt. Der hat dieses Gewicht verloren und auch sein Sixpack erreicht, das war sein großes Ziel. Das heißt, du siehst, mehr Wissen, mehr Methoden brauchst du eigentlich nicht. Du brauchst einfach die Fähigkeit, dran zu bleiben. Und wenn du wissen willst, wie du das hinbekommst, dann willst, dass ich dir das beibringe, die Fähigkeit, dran zu bleiben, ja, zu erlernen, dann wirb dich einfach auf ein kostenfreies Erstgespräch. Dafür gehst du jetzt auf www.eliasmünzel.de. Dann spreche ich mit dir individuell und persönlich und schau mal deine Situation an und werde dir natürlich dann auch gleich zeigen, wie du jetzt in deiner Situation dein ADHS zu einer Superkraft transformieren kannst. Wir sehen uns im nächsten Video.